Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Seven Days to Die in der 1-0 zusammen mit dem Baumstrecker. Hallo. Tag 55. Wir haben diskutiert, niemand weiß mehr, was der Plan war. Ist schon wieder eine neue Aufnahmesession. Aber wir waren uns einig, der Plan war auf jeden Fall nicht zur Tür rausgehen. Also bleiben wir heute zu scheiße. Hause. Ja, dann... wir gehen nicht auf Tour. So. Oh, ich habe was festgestellt. Na? Komm mal kurz raus. Ja, Schatz. Und ab, ich bin Held. Ich verstecke mich. Ups. Da ist eine große Hecke gewachsen. Aber, alter Scheiße. Dafür ist die Performance aber doch echt gut. Das war in den früheren Versionen ganz anders. Das kann jetzt so blutbunt witzig werden. Alter. Cool. Ich will die eigentlich jetzt nicht anschlagen, um zu wissen. Die 600er sein, die sind noch so klein. Lol. Wenn ich in dem Wald bin, kommt Kampfmusik, what the fuck? Du weißt ja gar nicht, was da drin ist, ne? Du siehst ja nix. Ah, ich könnte hier zum Beispiel mal ein bisschen mit rumgraben. Ich glaube, die Seite hatten wir jetzt sogar schon. Ach, eine Schlange. Hi. Ah, guck mal, da ist der Übeltäter. Du hast dich doch über Eisen beschwert. Du kannst ja Eisen sammeln. Ja, aber da kriegst du definitiv mehr raus. Und ob ich jetzt kurz grabe und weniger Erde rauskriege als du oder bei Eisen, bei Erde ist das irgendwie weniger wichtig. Wenn du da mittlerweile vollgeskillt drin bist, machst du irgendwie die doppelte Ausbeute im Vergleich zu mir. Ja gut, das... Ich finde, das ist schon ein großer Unterschied. Mag eventuell sein. Ja, aber... Hast Einwände, ne? Oder keine Lust, Eisen zu kloppen. So. Auf jeden Fall gucken wir gleich auch nochmal die Treppe an unten an unserem Gartenpavillon. Spricht mich der Striker irgendwie schon ständig drauf an, dass ich da eventuell mal was machen wollte. Auch immer mit so einem schönen, gehässigen Unterton, also richtig liebevoll, so wie wir es alle kennen von ihm. Hey! Na komm, freundlich erinnerst du mich ja nicht dran. Das ist schon ein bisschen sarkastisch. Glaub mir, da kann ich nur andere Seiten aufziehen. Glaub mir, ich kenne dich seit über 20 Jahren, das weiß ich. Oh Gott! Gehen auf die 30 zu, was unser Kennen angeht. Dafür sind, ja, wir sind glaube ich, näher an der 30 als an der 20, ne? Nein. Nein? Nein. Nein? Warte. Seit wann kennen wir uns? Es kommen erst die 20. Nee. Ich meine, wir waren schon irgendwie Bros, als PlayStation 1 noch aktuell war. Guck mal aufs Datum. Weiß ich nicht. Also ich habe meine PlayStation vor 99 gehabt. Oder zu 99. Aber egal. Es war aber vor PS2 GameCube Release. Boah,
Keine Ahnung. Ich meine, ich hatte die GameCube nämlich relativ frisch zum Release in der Double Dash Edition geholt. Und irgendwie haben wir da gefühlt zusammen gewohnt, um das, um das durchzusuchen. Ich weiß zumindest, dass wir bei An- und Verkauf damals waren, bei Chefkit und da geguckt hatten wegen Spielen, das weiß ich noch. Ah, war das immer schön da. Und die ganze digitale Welt macht das alles kaputt irgendwie. Ah, so ein bisschen. Also jetzt muss ich mein Handy rausdrücken. Double Dash Release. So, jetzt geht's los. Mario Kart. Double Dash. Oh, immer noch mein absolutes Lieblings-Mario Kart. 2003. Also wir sind auf jeden Fall bei über 20, auf jeden Fall. Das kann dann mir, ich kann mir dann gut vorstellen, dass wir näher an der 20 sind als an der 30, aber wir sind bei Ü20. So. Ja, damit lasse ich mich von mir aus gerne breitschlagen. Aber wirklich genau kann ich es auch nicht sagen. Ah. Na? Okay, ich lege an die Treppe. Das ist ja furchtbar anstrengend, sich durch Beton zu arbeiten ohne Skill. Da bin ich froh, dass ich es mit Benzin machen kann. Wenn ich schon beim Thema Benzin bin, ich kann mir gut vorstellen, dass wir sogar mal wieder Ölstiefel brauchen. Irgendwie haben wir doch einen höheren Rohstoffdurchsatz als gewohnt. Nur eine Möglichkeit. Heißt du, kennst du eine Technologie, die es ermöglicht, eine Lichtquelle zu erzeugen? Ich habe gehört, der Edison hat damals sowas ähnliches wie ein Wolframdraht in einem Vakuumgehäuse gebastelt, was geleuchtet hat, wenn da elektrische Energie durchgeflossen ist, aufgrund der Erhitzung und des Glühen des Wolframdrahtes. Ja. Also und irgendwelche anderen Menschen haben irgendwie was mal mit Leuchtdioden. Nee, auch irgendwann kam sowas wie Leuchtdioden. Das war dann kaltes Licht. Das hat nicht mehr durchglühen. Das war eine ganz spannende Sache. Aber ich weiß nicht, ob das schon marktreif ist. Ich habe gerade. Lästern wir gerade über einen deiner Brüder? Nö, über meinen Vater. Oh, auch gut. Der mal wieder nicht das Licht anmachen kann? Der Licht ist überbewertet. Oh. Na, Strom ist ja so teuer. Das ist richtig. Ist vielleicht nur noch die Bodenebene. Ja. Na gut. Also günstiges Strom wäre tatsächlich nicht unbedingt. Was sagen eigentlich meine die Batterien? Voll. Oh, ich hätte gerne ein bisschen mehr Solarenergie hier. Naja. Aber irgendwie kriegen wir als Bestbelohnung momentan keine mehr. Und kaufen will ich sie mir nicht. Dafür ist es momentan viel zu teuer. Ja, und ich hätte gern tatsächlich eine Glasfaserleitung, aber. Ach, ja, das habe ich. Das steht leider in den Sternen. Kannst du Sterne lesen? Glaub mir, bevor ich Glasfaser habe, kann ich bestimmt durch in die Sterne gucken, Alter, und lesen. Ich hätte nicht sagen, dass die Telekom Sauhaufen ist, Alter. Ich habe ein super Praktikum da gehabt, aber
Ich glaube, hier die Leute. Sagen wir mal so, bundesweit, jetzt mal anbieterunabhängig, gibt es gewisse Tiefbaukapazitätsengpässe. Um das mal so auszudrücken. Was? Auch bei hier uns in der Ecke, wo ich noch am Arbeiten bin, bin ich dann so, guck mal hier, wie heißen die? TNG. Alter. Die sind 3 Jahre überfällig und haben dann zahlen jetzt den Kunden, die einen Vertrag unterschrieben haben, schon die Kupferanschlüsse übers Telekom-Netz, weil sie die Glasfaser nicht geschissen kriegen, die schon seit 3 Jahren versprochen war. Je nach Ortsnetz, es gibt da natürlich auch Abweichungen ins Positive. Und den kriege ich dann in der Regel auch gar nicht so viel mit. Aber ja, Internet ist ja in Deutschland sowieso. Neuland! Alles Neuland! Ich glaube, Scholz kommuniziert noch mit einem Faxgerät. Ja, das ist ja quasi, auch wenn er Bundeskanzler ist, Behörde. Würde mich nicht wundern. Fax ist in Deutschland noch ein sehr beliebtes Mittel der Behörden. Oder eher gesagt Hammer und Meißel und Steinplatten, ich weiß noch nicht. Gern was zu unternehmen, aber gar keine Lust. Hä? Wobei? Ja, mich um diese ganze Politikkacke zu kümmern. Du meinst dich damit zu beschäftigen? Richtig. Aber falls du einen Schuldigen brauchst für dieses kaputte, ranzige Telekommunikationsnetz in Deutschland, das ist das Gelb in der Ampel. Die haben das verbockt. Schon vor Jahrzehnten. Also, falls du einen Schuldigen brauchst, die sind's. Wenn ich einen Schuldigen suche, dann sind's die Schwarzen. Also, ich muss CDU. Sagen, die haben auch eine ganze Menge Mist gemacht und sind außerordentlich kompatibel mit Gelb. Das muss ich ja mal lassen. Also, ich verstehe, warum sie zwischendurch koaliert haben. Das sind Best Buddies, aber das Grundproblem für die kaputten öffentlichen Netze ist Gelb. Aber Schwarz tut auch nicht, hat auch nichts dagegen getan. Naja, das Problem mit Schwarz-Zwing, lass mich kurz überlegen. Wie hieß er? Jetzt muss ich googeln. Hieß er Kohl? War es Kohl? Lass mich kurz gucken. Wir hatten auf jeden Fall mal einen Kohl. Ja, einen Helmut Kohl hatten wir auf jeden Fall mal. Kohl. Ja, es war Kohl. Hast du gerade ein konkretes Beispiel, wieso, weshalb, warum? Damit ich ja mal nachvollziehen kann. Ich habe das da. Das habe ich damals in der das war ZDF-Mediathek, habe ich mit meinen Eltern geguckt. Das war irgendwas halt in den alten Zeiten, Müsste ich dir wenn rauskramen tatsächlich. Ich glaube, wir haben da was zu Hause. Ja, ugh, eine Schreierin. Mindestens eine. Gucken wir mal. Weil da ging es, wie gesagt, irgendwas mit den Kupferleitungen und den ganzen Kram. Ah, da ist noch ein. Ah, ne, die ist noch durch Geschütz gestorben. Okay, es waren mal wieder zwei. Eine durch Geschütz und die andere habe ich. Oh, Gewitter. Schön stimmungsvoll. Oh, ich hätte auch einfach die Tür aufmachen können. Ja, wow. Und was ich auch richtig geil finde, also jetzt pur sarkastisch. Komm mal wieder ins Aktuelle, ja? Wenn wir ja schon irgendwie in der Politik sind. Ich möchte da jetzt keine ganz großen Themen aufreißen. Es gibt da ja momentan doch sehr schwierige Themen. Das muss ich ja mal gestehen. Wobei ich jetzt auch nicht der große Fan bin von diesen ganzen Pauschalisierungen, nur um das nochmal klarzustellen. Deswegen bin ich da auch nicht unbedingt bei.
Aber ich finde das Thema, was wir da gerade hatten, super spannend und habe das, was ich sagen wollte, während ich es erklärt habe, was ich sagen wollte, vergessen. Ach so, nee. Nein! Gelb. Gelb. Ist ja also aus meiner persönlichen Sicht der größte Sauhaufen, den es weitere Schreierin? Sagen wir mal, für das große Allgemeine. Für die, die es wirklich gut haben in ihrem Leben, reich sind, geilen Job haben, auch sonst was. Für die ist Gelb wahrscheinlich sogar echt gut. Ich will jetzt keine Werbung machen. Ja. Für genau die ist Blau auch echt gut. Aber irgendwie die meisten, die Blau wählen, sind nicht aus dieser Kategorie. Sondern eher aus der Kategorie, die Blau loswerden will. Aber egal. Willst du was Witziges wissen, was Kategorie B angeht? Ich bin bei dem durchs Dorf gefahren. Was war Kategorie B? Du musst mich jetzt nochmal ganz kurz abholen. Ich hab's jetzt schon wieder vergessen. Ach so. B für Blau. Ach so. Oh, wow. Ja gut, das ist so stumpf. Ja, danke. Ja, gern geschehen. Alter. Bin da durch seine Ortschaft gefahren. Wer ist er? Blau ist ja mehr als eine Person. Ach, der? Ja, ja. Höcke. Nochmal, noch ein B. Ja, Björn Höcke. Ja. Ist der, wohnt der bei euch in der Ecke? Nein, aber während wir zu Burg Harnstein gefahren sind. Den einen Ausflugstag. Du fährst durch die Ortschaft durch. Ja, dann erzähl, was du erzählen wolltest. Ja, ich wollte nichts weiter dazu sagen. Ach so, du wolltest sagen, du bist mal durch Nord gefahren. Ja. Ach so. Mehr war nicht, alles. Okay. Ich dachte, es kommt jetzt eine epische Geschichte oder so. Nein. Drei. Nee, was ich dir sagen wollte. Gelb ist ja pauschal. Alles muss privatisiert werden. Der Markt reguliert sich schon selbst. Dass diese Logik irgendwie, sagen wir mal, die Scherenwirkung innerhalb der Bevölkerung befeuert, das ist ja, glaube ich, mittlerweile jedem auch mal aufgefallen, denke ich mal. Wie gesagt, das stört natürlich auch nur die, die an einem bestimmten Ende dieser Schere sitzen. Sitzen gerade mit in der Regierung. Und haben staatliche Telekom-Aktien verkauft, um die in das privatisierte Unternehmen des Bahnnetzes zu reinvestieren. Also wo bitte haben wir denn da noch den Kapitalismus und der Markt reguliert sich selbst, wenn der Staat seine Aktien verkauft und sie einfach irgendeinem anderen Privatunternehmen in den Arsch buttert? Bitte was? Denk mal drüber nach! Die haben die, warte, also nur eigentlich, ich glaube, 10% der Aktien oder so. Es sind aber trotzdem ein paar Milliarden bei rumgekommen. Und die haben sie gemacht, um das Bahnnetz zu sanieren. Was sie vor Jahrzehnten mal privatisiert haben, weil das muss ja privatisiert, dann trägt sich das selber, Gewinn bringen, bla bla bla. Ich finde, bei öffentlichen Netzen ist das ein sehr kritisches Thema, um das mal so zu sagen. Aber das sage ich mir auch, Alter. Das könnt ihr doch nicht ernst meinen. Aber doch, genau das haben sie ernst gemeint. Das ist so, wow. Das ist, ich weiß nicht, das ist an Heuchlerei, glaube ich, fast nicht mehr zu überbieten. Betonung liegt auf fast. Ich wette, es gibt irgendwas, das es schafft. Oh, ich habe die Treppe falsch umgebaut. Ach, lol. Also erstmal machen schön. Jetzt nur nicht, staatliches jetzt Geld. Nicht hier in der Konstruktion kaputt, ja. Nee. Also erstmal, dass der Staat da überhaupt noch so viele Aktienteile hält am Telekommunikationsnetz, ist ja auch schon mal so eine Sache für sich, wie so, ja, wenn alles so privatisiert sein soll, ist das eigentlich auch ein bisschen falsch, aber das ist eigentlich der einzige Grund, warum das oft, warum da nicht gefühlt komplette Anarchie herrscht im Telekommunikationsnetz. Anarchie. Aha, die Treppe, da wollte ich sie doch haben. Ah. Ja, aber wie gesagt, also. Ich find's einfach so lächerlich. Sie haben ja auch letztens in einem. Auch schon wieder etwas länger her bei einem YouTube-Short gewesen, auch.
War auch so eine Talkshow mit Politikern und den ganzen Kram. Da hat dann auch ein Spediteur gesagt, das, was die ja zahlen müssen, für um aufs Klo gehen und den ganzen Kram. Die haben nur um 2 Euro gefragt, wurde direkt abgeschmettert. Stimmt. Auch so ein geiles Thema. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das auch auf gelbem Mist gewachsen ist, aber das ist kompletter gelber Stil. Meinst du Raststätten in Deutschland? Ach so. Waren früher staatlich. Ach so, da waren die mittlerweile. Und dann waren die Toiletten natürlich gratis. War ja öffentliche Infrastruktur, die wichtig war. Ha? Finde den Fehler. Was haben wir da jetzt? Sanifair oder wie heißen sie? Ich glaube schon, müsste Sanifair sein. Einfach überall? Überall kostet es 1 Euro, sie sind einfach überall? Warte mal. So ziemlich bundesweit verteilt auf allen Autobahnen. Ich meine, ich habe da irgendwo mal im Kopf gehört, es soll wohl sowas geben wie ein Bundeskartellamt. Scheinbar zählt das wohl nicht für nötige Bedürfnisse auf staatlichen Autobahnen. Ein Bundeskartellamt. Es gibt ja quasi keine Konkurrenz dazu. Ja, das ist jetzt auch schon ein bisschen sehr speziell. Das ist so, Bundeskartellamt, ja. Da klingelt irgendwas. Schon mal gehört, ne? Das sind die Drogendealer. Sind das nicht diejenigen, die dafür sorgen sollen, dass es kein Monopol in dem Sinne gibt? Beispiel Ikea? Hast du doch schon mal gehört. Ja, ich glaube, da munkelt irgendwas. Irgendwie hat dieses Konzept bei den privatisierten Autobahnen, Toiletten, ein wenig versagt, will ich mal sagen. Ach, Quatsch. Ja, egal. Das bilde ich mir ein, ne? Das Problem ist, wir driften gerade zu sehr ab. Boah, ich finde es aber ein nettes Gespräch. Ja. Und wir sind auch nicht so in diesem, ich weiß nicht, es gibt ja mal so momentan sehr viel im Internet, dieses ganze Pauschalisieren, da kriege ich momentan richtige Hasskappe drauf, was ich da teilweise Internetkommentaren lese. Vor allem dann von Leuten, die nicht wirklich mal, sagen wir mal, Parteiprogramme gelesen haben oder wissen, was diese Parteien mittlerweile bisher so erreicht haben. Ich möchte jetzt hier nichts genau nennen, aber viele von diesen Kommentaren teilweise ergeben eigentlich keinen Sinn, wenn man sich das Thema mal genauer anguckt. Parteiprogramm, was sind das? Kann ich mir damit, ich glaube, damit wische ich mir den Hintern ab, wenn mir das Klopapier ausgeht. Also das ist aber auch schon ein bisschen Umweltsünde, oder? Diese Umweltsünde, die verschwenden Papier und ich benutze das Papier. Okay, das ist eine interessante Treppenkonstruktion. Bin mir noch nicht sicher, wie gut sie mir gefällt, aber die kann ich schon mal so stehen lassen. Also nebenbei ja am Erzählen, ich habe mit der Treppe jetzt rumgebastelt. Boah, ich reiß dir den Kopf ab. Was, nur weil ich deine Treppe gerade zerstöre? Es tut mir leid. Das klang fast danach so, oh scheiße, ich hab da Mist gebaut. Ja, ich reiß mal kurz den Pavillon ab und baue ihn neu, wenn es dich stört. Ist eh hässlich. Ja, ist okay. Das wäre einer der Gründe, warum ich Friendly Fire deaktiviert habe. Ich hätte mir sonst wahrscheinlich den nächsten Kopfschuss eingefangen. Nö, alles easy, alles easy. Oh, hab ich die Treppen doch falsch gebaut? Oh. Ich brauche da die Linksrumtreppe. Oh. Ja, ist okay, ist akzeptiert. Ja, ist in Ordnung. Ja, ich muss aber hier nochmal umbauen. Ich habe da... Ja, ist schon alles in Ordnung. Aber nein, ich würde dir keinen Kopfschuss geben. Ich glaube, ich würde dich diesmal mit der Keule verprügeln. Ja, Schatz? Wir hatten illegale Einwanderer hier. Schon wieder? Also ich kann mich dran erinnern, dass hier kein Loch in der Wand war. Die nehmen sich echt Sachen raus. Manchmal ist das schon frech.
Nicht mal überlegen, ja, da ich. Doch die rechte Treppe? Nimm mir einfach mal einen doch die Treppe. Pflastersteine mit. Ich weiß jetzt schon, dass das nicht reichen wird. Und Stack Holz nehme ich mit. Steine lege ich mal ab. So. So wollte ich das doch haben. Ich habe mal die Wand gefixt. Das ist sehr nett von dir. Oh. Ah. Würdest du nicht theoretisch... Also ich hätte jetzt für die Platten einfach schon die Platten genommen für... es gibt ja Platten mit Geländer. Ich mag gerade überlegen, ob ich ein Geländer extra dran ziehe, aber Dani, die gefällt mir auch ganz gut. Ja. Ich würde zumindest bis zur Mitte ein Geländer ziehen. Du kannst auch komplett hier. Ja, ich würde auch komplett ein Geländer ziehen, tatsächlich. Aber eine Platte mit Geländer finde ich pauschal relativ schlau. Einseitig oder zweiseitig? Was meinst du? Erstmal einseitig und dann Richtung Mitte zweiseitig. Also, dass du halt das Geländer hier fortsetzt. Ja, ich muss gerade nach dem Block suchen, damit es auch wirklich das gleiche Geländer dran ist, damit der Übergang nicht so kacke aussieht. Du machst das. Treppe sieht ja in Ordnung aus, deswegen vertraue ich dir jetzt das mal komplett an. Müsste die hier sein. Ja, Profi. Hab mit dem Schlagschrauber zugehauen. Bin ich gut oder bin ich gut? Du bist ein Vollprofi. Danke. Bin ich halt überlegen, der Weg in die Mitte? Ah, ich sehe jetzt gerade, die Symmetrie ist natürlich nicht so wirklich gegeben, ne? Der Pavillon hat ja quasi keine Mitte in dem Sinne zu unserem Küchengebäude in der Mitte hin. Eieiei. Ich weiß, das sind wieder Klagen auf hohem Niveau, ich gebe es zu, aber es ist halt da. Also dieses Drehen von diesen Blöcken ist manchmal echt strange. Oh. Das sieht doch kacke aus. Hätte ich das ohne Kasten in der Mitte haben? Wahrscheinlich wieder nicht, ne? Ich meine, damit kann ich notfalls leben, bloß es nicht, aber das ist halt nicht so das Geilste. Ich komme überall dran, das gefällt mir. Ich nehme einfach die da. So. Oh. Wie haben wir es eigentlich geschafft von Nintendo GameCube auf die... Ach so, genau, weil ich auf Telekom gekommen bin. Da ist das Problem. Ah, jetzt wo du mir das noch sagst, warum ich so einen Hasskappe auf Gelb habe. Ich meine, da in hinterm Nintendo, das habe ich auch noch mitbekommen. Ich weiß gar nicht, ob die damit schuld sind, aber ein Teil der öffentlichen Wasserversorgung in Hamburg wurde privatisiert. So, wow. Warte mal, was?
Ein Teil der öffentlichen Wasserversorgung, also der Grundlebenserhalt von der Bevölkerung, wurde privatisiert. Und was heißt privatisiert? Es muss alles auch ausgelegt werden, dass es wirtschaftlich klug ist. Das heißt, es wird gespart an allen Enden oder auch Preise gehoben bis zum sonst was. Weil es muss ja wirtschaftlich funktionieren und sinnvoll sein. Deutschland! Ja, tatsächlich habe ich sogar ein Zimmer frei. Ich glaube, ich komme zu dir. So, du kannst ja kurz das Gelände ankommen, wenn du willst. Wir wechseln auch bestimmt gleich mal in die nächste Folge. Lass mich cool. Ich bin hier gerade am Boden beschießen. Beziehungsweise ich pflaster direkt den Boden, weil... Was für ein krasser Graben, Alter. Ich glaube, so in der Größenordnung hatten wir das noch nie. Nee, nicht wirklich. Da muss ich tatsächlich sagen, da hat sich das der Graben von damals sich noch an Grenzen gehalten. Wieder am Weg. Bin ich nur mal überlegen, ob es das nicht auch als Rundung gibt. Ne, gibt es wahrscheinlich nicht. Gibt wahrscheinlich kein T-Stück, oder? Warte, ja? Jo, genau. Meinst du sowas? Nee, ich meine nicht ganz das, was du meinst, aber... Nicht ganz, aber es sieht noch besser aus. Noch besser. Warte, muss ich mal wieder, warte. Rückwärts drehen. Ja. Oh. Sieht noch besser aus, tatsächlich. Aber irgendwie was Rundes hatte ich gesehen. Ja, man kann mit Drohnen arbeiten, das ist, aber nee, ich glaube, da mag ich das, dieses Konzept sogar noch ein bisschen lieber. Nein, ich mach mal weiter. Wo wir gerade so beim Thema sind und ich nochmal Kritik äußere. Was heißt die Kritik? Ich lebe ja mittlerweile in einem skandinavischen Land. In Deutschland hast du ja, wenn du mal die ganzen Sozialsysteme mal betrachtest, ne? Du hast ja Rente, Arbeitslosengeld, Pflege, Kram, Bürgergeld, weiß ich nicht alles. Es gibt was an Sozialleistungen irgendwo herkommen kann bei Menschen, die halt in Situationen sind, wo man darauf zugreifen muss. Vorzugsweise sollte natürlich jeder irgendwo mal in der Lage sein, auf die Rente zugreifen zu können, aber das klappt auch nicht immer. In Deutschland ja. Ist alles in einer getrennten, eigenständigen Kasse für sich. Du hast eine Rentenkasse, du hast eine Pflegekasse, du hast eine Arbeitslosen, du hast für alles eine einzelne Versicherung, die von deinem verdammten Gehalt abgezogen wird. Das heißt, du hast irgendwie eine richtig schöne lange Liste, was alles von deinem Gehalt abgezogen wird, damit am Ende sonst was rauskommt. Ich möchte jetzt nicht das Konzept an sich kritisieren. Ich finde das gut, dass es ein soziales Netz gibt und diesen ganzen mit den Sozialleistungen, das finde ich gut. Davon mal ab. Aber jetzt in Dänemark, die machen das ein wenig anders. Auf einer Gehaltsabrechnung werden dir Steuern abgezogen. Und das war's. Das gesamte Sozialsystem in Dänemark ist steuerfinanziert. Du hast nicht 130 verschiedene Töpfe, die alle für sich versuchen müssen, wirtschaftlich gut dazustehen, weshalb sie in Deutschland ständig Rente kürzen wollen, weil die Rentenkasse halt nicht gut dasteht. Ja, wie soll die auch gut dastehen, wenn es immer weniger junge Menschen als Nachwuchs gibt und das alles... Oh, ich habe den Namen vergessen, wie das in Deutschland so genau... Generationskonzept, das geht halt irgendwie auf lange Sicht nicht auf. Da könnt ihr machen, was ihr wollt, außer halt den Leuten gleich die Rente wegnehmen. Dann funktioniert das natürlich auch wieder. Aber, dadurch, dass in Dänemark alles... Danke! Dadurch, dass hier einfach alles steuerfinanziert ist, hast du halt nur einen Punkt Steuer abbezahlt und alles, was an Sozialleistungen, die gibt es auch hier. Vielleicht nicht in dem so Umfang, wie es jetzt in Deutschland so ist. Aber gibt es... Aber du hast einen großen Steuertopf.
Aus dem Steuertopf wird öffentliche Infrastruktur bezahlt, werden Sozialleistungen bezahlt, sonst was. Ohne dass irgendein Topf sich vor dem anderen Topf rechtfertigen muss, um wirtschaftlicher zu sein oder so. Ich hoffe mal, du verstehst, wie ich das jetzt meine. Also in Deutschland werden die Straßen nicht saniert, weil das Straßenamt kein Geld hat. Die Renten werden gekürzt, weil die Rentenversicherung kein Geld hat. Krankenkassenbeiträge werden erhöht, weil die Krankenkasse kein Geld hat. Ich habe jetzt keine genaue Liste und dann die ganzen anderen Behörden, die im Überschuss haben, da wird dann eventuell, okay, ja, mal was gestrichen, dass man da weniger zahlen muss. Alle anderen hocken immer noch in der Scheiße, wird dann wieder auf die Verbraucher abgewälzt. Das ist so, weiß nicht, ist ein sehr merkwürdiges System, will ich mal sagen. Ich finde, wenn einfach alles dieses Steuerfinanzierte, ist es natürlich im gewissen Rahmen auch wieder, der gute deutsche Bürger ist ja dumm, negativ eingestellt. Gegen alles. So, zumindest das, was im Internet so mitbekomme. Das kann man natürlich auslegen in Richtung Bevormundung. Letztendlich hast du dann ja deine Steuern, die du bezahlst, und quasi entscheidet der Staat, was genau mit diesen Steuern passiert. In Deutschland, wenn du die Krankenkasse nicht mehr unterstützen willst, dann trittst du halt aus und lässt dich privat versichern. Da hast du ja im gewissen Rahmen, sagen wir mal, Mitentscheidungsrecht. Das ist dann hier natürlich, kann man wirklich, wenn man das möchte, schon als Bevormundung auslegen. Das ist durchaus machbar. Würde ich jetzt nicht so machen, weil, ich weiß nicht, du warst jetzt hier immer noch nicht bei mir einmal zu Besuch, aber glaub mal, die Feldstraßen von Dorf XY mit 30 Einwohnern zu Dorf Z mit 50 Einwohnern sind in besserem Zustand als teilweise die deutschen Autobahnen. Weil das Geld ist einfach da. Es wird einfach genommen, wenn es benötigt ist. Hast jetzt hier, ich glaube, Deutschland kommst du auch auf 46-52% in etwa Gesamtabgaben von deinem Gehalt. Ist in Dänemark genauso, nur dass es halt einmal Steuern sind und dann halt dafür alles Wichtige, was in der öffentlichen Infrastruktur relevant ist, bezahlt wird. Ha ja. Andere Länder, andere Sitten. Schon sehr faszinierend. Deutschland fickt sich halt irgendwann selber. Das ist also, es hat ja alles auch irgendwie Vorteile. Aber sagen wir mal so, ich komme jetzt insgesamt, glaube ich, aus, na gut, sagen wir mal, hochgearbeitet, würde ich schon fast eher sagen, in eine gesunde Mittelschicht. Willst du aber was Witziges wissen? Wow, warte mal, ich habe Bildflackern, ist ja ekelhaft. Hä? Aber willst du was Witziges wissen? Wenn ich nach unten gucke, habe ich Bildflackern. Oder sind das deine Bäume? Das können die Bäume potenziell sein. Wow! Aber kaum habe ich deine Bäume in Sichtweite, fängt mein Bild an zu flackern. Lol. Ja, sag mal, was sollst du sagen? Das Witzige ist, aber du sagst, du hast angefangen, du lebst in einem skandinavischen Land und sagst dann, hey, haust halt trotzdem Dänemark raus. Ja, die sind auch ein bisschen unterschiedlich. Aber wir sind ursprünglich mal hingekommen wegen Glasfaserleitungen. Was passiert in Deutschland? Alles privatisiert, muss ja gut laufen. Es gibt Städte mit teilweise 3 verschiedenen Glasfasernetzen. Weil irgendwie 3 verschiedene Anbieter auf die Idee kommen. Hey, cool, Stadt, viele Einwohner, lass mal Glasfaser ausbauen. Und das meinte ich jetzt nicht übertrieben. Ich habe in meiner direkten Arbeitsumgebung Ortschaften, wo 3 verschiedene Glasfaserleitungen gelegt wurden von 3 verschiedenen Netzbetreibern. Ach, ist das diese Aktion mit wir reißen auf? Ach, die nächste Firma kommt, wir reißen auf? Ja, genau. Es wird auch 3-mal dafür aufgerissen. Mal abgesehen davon, dass es furchtbar dumm ist, 3 verschiedene Glasfaserleitungen zu legen, wird auch noch für jede einzelne davor noch mal ein eigenes Loch aufgerissen. Wobei sich immer wieder gegenseitig kaputt machen und hinterher jeden Pautrupp fahren muss, um alles wieder zu reparieren. Das ist so geil. Das ist zum Beispiel in Dänemark nicht so. Du hast ein Glasfasernetz, wo einfach alle Anbieter drauf arbeiten können. Mit einer anständigen Infrastruktur dahinter. Aber das wäre aus deutscher Sicht natürlich wieder ein Monopol. Weil ich befürchte mal, sollte man sowas in Deutschland nochmal in Erwägung ziehen, würde das wahrscheinlich so Richtung größten Netzbetreiber gehen. Das wäre dann in dem Fall natürlich dann die Telekom.
Aber da würde das Bundeskartellamt bestimmt wieder Einwände haben oder so. Was für ein Ding? Ja. Mich würde tatsächlich mal eine anständige Statistik interessieren, wie viele Millionen, / Milliarden Gelder draufgegangen sind dafür, dass man in einigen Ortschaften einfach noch ein zweites Glasfasernetz ausgebaut hat. Diese Version ist dumm, egal wie hoch die Zahl ist. Ich frage mich, wie viel man mit dem Geld hätte sonst noch machen können. Werde ich wohl nie erfahren. Das sind so Zahlen, die verschweigen die Leute gerne. Hey, ich hätte gern gewusst, warum du schon mit Beton aufgewertet hast. Nur die erste Reihe. Ist das ein Problem? Ja, das zerstört mein ganzes Weltbild gerade. Oh, das tut mir leid. Ich wollte nicht dein Weltbild zerstören. Meinst du, weil du alles in Kabeloptik haben wolltest? Erstmal ja. Oh. Abreißen! Ja. Es gibt auch keine andere Lösung. Beton ist scheiße, das muss sofort getauscht werden. Und es tut mir leid, dass ich dich in so eine solche schrecklichen Situation gezwungen habe. Jetzt ist die Sache, brauche ich jetzt eigentlich nochmal zwei weitere solche Treppen oder nicht? Geht's dir jetzt besser? Was? Gott, du hast es angemalt. Mein vielleicht? Gott, ey, du. Ich hätte natürlich auch einfach deine Steine zu Zement anmalen können. Das geht auch. Wow, jetzt habe ich dein Weltbild vernichtet. Hast du nichts Besseres zu tun? Aber ich muss zugeben, das ist kacke. Das ist kacke. Das bringt beim Aufwerten nur durcheinander. Digga. Nee, ich hab jetzt eigentlich müsste das hinter alles USB-Platten sein. Das müsste passen. Ja. Das war vorher echt nicht nett von mir. Es tut mir leid. Du Hampelmann! Was hab ich jetzt du schon? Du hast die Dinger schon. Oh mein Gott! Was? Scheiße! Was wie denn? Kacke kann man sein? Lol. Hä? Was meinst du? Die sind USB! Ach so. Besser? Danke! Verpiss dich! Ich hab dich auch lieb! Ach, scheiße! Wir hätten heute irgendwas sinnvoll. Ja, gut, wir haben immer halbwegs sinnvolle Sachen nebenbei getan. Ich wollte eigentlich ein bisschen Teppich verlegen und so. Naja. Halbwegs jetzt sinnvoll, lass mal kurz überlegen. Wir haben jetzt eine Treppe hier oben, eine andere designte. Wir haben uns über die deutsche Politik lächerlich gemacht. Wir haben auf ein paar Defizite hingewiesen, die mir in meinen vergangenen Jahren in Deutschland aufgefallen sind. So. Aber auch da ist das Blöde. Die Situation ist halt scheiße. Man kann jetzt erstmal wählen, wie man will. Aufräumen müssen alle. Das ist so. Niemand hat's einfach. So, jetzt habe ich hier das Ding gebaut. Jetzt kriege ich den neunten Sammler da nicht so hin, wie ich es gerne hätte. Außer ich mache da ein wenig Unsymmetrie rein. Okay, ich glaube, ich muss doch mal eine kleine Verlängerung machen. Weißt du, wie so lange habe ich ja, ich mache ein bisschen Unsymmetrie rein. Selbst sowieso, wie gesagt, das Gefühl, dass du eigentlich nichts mehr wählen kannst. Weil wenn du Partei A, wenn du Partei B wählst, du bist frech. Wenn du Partei A wählst, scheiß liberal, wählst du Partei C, scheiß linker und den ganzen Kack, also. Ja, das war grob, das was ich meinte mit so der allgemeine Deutsche, was ich so mit, oh toll, jetzt hab ich's kaputt gemacht. Mist. Man kann's nie allen recht machen. Das geht den Politikern allerdings genauso. Ich will jetzt hier niemanden in Schutz nehmen oder so, aber
Ich glaube, du kannst da nichts. Du kannst es nicht richtig machen als Politiker. Ich könnte jetzt was sagen, aber das sage ich dir nach der Aufnahme. Das ist nett. Oh. Ja, baue ich so. Das ist mir lieber. Ich will deinen Kanal nicht auf dem Gewissen haben. Das ist sehr nett von dir. Für mich das ist natürlich sehr neugierig macht. Obwohl, oh, eins meiner absoluten Lieblingsworte aus den verrückten Internetkommentaren ist linksgrün versifftes Nazischwein. Sag mir bitte, dass du politisch gut genug dabei bist, um den Fehler darin zu merken. Digga! Das ist einfach göttlich manchmal, was man so mitbekommt. Alter! Wer kennt sie nicht? Die linken Nazis, ne? Gibt's an jeder Ecke. Heute zum Sonderangebot. Naja, Grün ist sowieso an allem schuld. Sind ja auch schuld daran, dass der Mars-Rover stecken geblieben ist. Und ohne Witz, das findet man im Internet. So ein Scheiß. Die sind an allem schuld. Einfach göttlich. Ich hätte es ja in meiner Karriere weit gebracht, aber ich hatte leider einen Pfeil in meinem Knie. So, ich habe jetzt die Treppe auf unsymmetrisch umgebaut. Es tut mir eigentlich leid, aber so kriegen wir das mit dem neunten Sammler etwas besser integriert. Da fühle ich mich auch ein bisschen wohler mit. Könnt ihr ihn bitte in den Kommentaren fertig machen, dass er aufhören soll, unsymmetrische Scheiße zu bauen? Es ist vielleicht unsymmetrisch, aber keine Scheiße. Was soll denn hier schon wieder dieser Hass im Internet? Was für Unsymmetrie? Er sitzt nicht mal. Ich sehe sie gerade noch nicht. Ja, zur Kirche in der Mitte ist diese. Oh mein Gott! Das Problem ist, vorher war der Weg hier. Und da kann ich doch hier keinen scheiß Sammler mehr hinstellen. Und ich. Ah! Oh, zu geil! Welch Unsymmetrie! Ich sehe sie gerade nicht mal. Du bist mein Mann. Das war das Beste überhaupt. Du musst aber sagen, vorher war es symmetrisch zu dem zentralen Gebäude. Dann war es aber unsymmetrisch zu dem Gartenpavillon. Eigentlich hätte man gefühlt echt alles abreißen müssen dafür. Das ist auch scheiße. Ah, herrlich. Ich kann mich auch noch mal ein Geländer hinsetzen. Oh. Haben wir eigentlich schon wieder Hausbauüberlänge, oder? Ja, absolut. Es tut mir auch fast leid. Perfekt. Aber ich mache jetzt die Leiter hier noch einmal so, wie ich es gerne hätte. Gibt es auch noch ein bisschen mehr Geländer. Oh, wahrscheinlich stürzt jetzt wieder was ab, ne? Oh, doch, noch nicht. Okay. Shape? Ich hab's gleich. Ich schwöre. Ach ja? Du Schande. Ich hab schon 5500 Steine verbraten, Alter. Zack. So, jetzt habe ich das mit halbwegs zufrieden mit der Treppe. Gut, lassen wir mal so stehen, sonst wird es wirklich viel zu lang. Aus schöner Wohnen ist, wir haben eine neue Treppe gewonnen.
Und der Graben ist so gut wie. Ja, können wir auch nochmal Grabenkontrolle machen, so ganz zum Schluss. Oh, warte, ich kann mich auch an die Tür gewöhnen. Ich kann die Tür auch nehmen. So. Alter, vier breit. Ist das geil. Nein! Weiß nicht! Alter. Sind hier die Bude an, ne? Ist keine Beweise. Ah, gehen wir mal. Alter, vier breiter Graben. Ah, ist das geil. Ja, aber hier noch ein paar Türme reinballern. Schön. So, wir wechseln. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.